In der letzten Woche lief Age of Empires 2 und dieses Spiel ist kein Lückenfüller, sondern eher ein Nutznießer, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan, der 52. der letzten Kalenderwoche des Jahres. Age of Empires 2 als Nutznießer zu bezeichnen ist auch etwas speziell, also ich muss eins vorweg sagen, ich hatte schon so viele hunderte und bestimmt auch mehr als 1000 Stunden Spaß mit Age of Empires 2, ein Spiel aus dem letzten Jahrtausend. Und es ist einfach schön, wie das nach wie vor von den wichtigen Leuten einfach so gut gepflegt wird, dass Age of Empires 2 auch im Jahr 2022 und sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch weiter Inhalte bekommt. Und das ist einfach toll. Ich mag dieses Spiel sehr, der dritte Teil ist jetzt nicht so mein Fall, aus verschiedensten Gründen. Und es ist eben auch schade, dass es aktuell nicht, sag ich mal, vollwertig laufen kann, denn nach den bisherigen 8 Folgen ist jetzt erstmal wieder Schluss, denn Age of Empires 2 wurde jetzt nur angeworfen, weil Rainbow Six Siege mal hier und da nicht funktioniert hat. Also wir haben uns halt an einem Abend zusammengetan, wie sonst freitags immer, und dann hat Rainbow Six Siege nicht funktioniert. 3 Abende lang ist das Spiel bei uns immer abgestürzt und wenn einer nicht spielen kann, ja, dann kann der andere nicht mit dem anderen spielen. Und dann gab es auch noch in der ersten Woche der neuen Operation Solar Raid Ubisoft-Server-Probleme. Da konnten wir beide nicht spielen und dann haben wir uns halt gedacht, schmeißen wir einfach mal Age of Empires 2 an. Macht uns beiden Spaß, hat uns beiden Spaß gemacht und so kam es einfach zustande. Die ersten beiden Abende, als Rainbow Six Siege nicht lief, da haben wir einfach mal nur so für uns hingespielt und dann die anderen beiden Abende habe ich dann einfach mal aufgenommen. Kommt ja bei mir mittlerweile sehr selten vor, dass ich was ich spiele, nicht aufnehme, aber ja, ist da mal wieder passiert und es wird auch irgendwann mal ein Let's Play zu Age of Empires 2, also der Kampagne, und ich schätze auch dem freien Spiel geben, aber das alles zu seiner Zeit, denn die Zeit ist halt eben der Knackpunkt. Rainbow Six Siege, die virtuelle Formel 1, dann ein anderes Spiel und Age of Empires 2, also 4 Titel in einer Woche, das ist mir einfach zu viel und deswegen mal schauen. Irgendwann wird auch die Zeit für Age of Empires 2, also der Kampagne und dem freien Spiel, kommen. Irgendwann, ja. Ist ja wie mit zum Beispiel Alien Isolation oder Splinter Cell, wird auch irgendwann hier mal weitergehen. Oder die Flatout-Reihe, beziehungsweise Flatout-ähnliche Spiele. Wer weiß, was da in Zukunft so kommen mag. Oder. Diese Liste kann man einfach ewig fortführen, weil es einfach so viele interessante Spiele gibt und eben leider nur 24 Stunden am Tag. Aber, das muss ich dazu auch sagen, lieber so ein Age of Empires 2 als gar kein Age of Empires 2. Das auf jeden Fall. Und lieber ein entsprechendes Ende, das Wort zum Sonntags wie sonst auch, als gar kein entsprechendes Ende wie sonst auch, und zwar, dass ich euch eine wunderschöne neue Woche wünschen werde. Habt einfach viel Spaß mit dem, was ihr tut, vielleicht beim ein Spiel aus dem letzten Jahrtausend herauskramen und gucken, wie das noch so läuft, oder vielleicht wird das ja noch offiziell unterstützt und immer wieder aufgehübscht. Oder vielleicht beim Plan, wie ihr einen wunderschönen Jahreswechsel haben werdet. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.